Und wir beginnen mit einer Tragödie, die sich am Bahnhof Brokstedt in Schleswig-Holstein zugetragen hat. Dort sind offenbar nach einem Messerangriff 7 Menschen mit einem Messer schwer verletzt worden. Mehrere Passagiere kamen dabei auch ums Leben. Das bestätigte die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waag. Ein Mann soll mit einem Messer auf Reisende am Bahnsteig losgegangen sein. Es gibt Berichte, dass es sich um 5 tote Passagiere handelt und Verletzte. Zum Täter gäbe es derzeit noch keine Informationen. Polizisten hätten den Mann kurz darauf in Borgstedt festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind allerdings noch unklar. Der Bahnhof wurde für die polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Und Alex, ich meine, es sind 2 Tote und 5 Verletzte. Ist das richtig? Nach aktuellen Berichten? Ja, allerdings war auch zwischenzeitlich von 7 Verletzten die Rede. Aber das letzte war jetzt 2 Tote, 5 Verletzte. Die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waag, will sich da auch an den Tatort begeben. Und da müssen sich eben in diesem Zug fürchterliche Szenen abgespielt haben. Das kann man sich nur vorstellen. Es gab ja schon vergleichbare Fälle in der Vergangenheit, wo auch Männer waren es meistens mit Messern eben im Zug Passagiere angegriffen haben. Die Fälle, die man aus der Vergangenheit kannte, hatten dann meistens einen entweder islamistischen Hintergrund oder es waren Menschen, bei denen nachher eine psychische Störung festgestellt wurde. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Da stochern wir selber noch im Nebel. Das ist viel zu früh. Aber was wir auf den Bildern jetzt eben erkennen können, ist, dass Hilfe sofort alarmiert wurde, die Notärzte da eben sofort im Einsatz waren, alle Hände voll zu tun hatten und wahrscheinlich auch noch haben, denn es ist, man muss davon ausgehen, dass mehrere Menschen vielleicht auch noch in Lebensgefahr schweben. Ganz genau, wir sehen hier diesen Bahnsteig, diesen Abschnitt, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist eine Regionalbahnstrecke, auf der das passiert ist. Die Regionalbahn verkehrt hier von Kiel nach Hamburg, also zwischen Hamburg und der schleswig-holsteinischen Hauptstadt. Und auf dieser Strecke hat sich der Vorfall ereignet. Aktuell gibt es natürlich von der Innenministerin, die jetzt angekündigt hat, also der Innenministerin von Schleswig-Holstein, dass sie den Tatort besichtigen will, eine Reaktion. Die Bundesinnenministerin Faeser hat sich zur Stunde, zur Minute noch nicht geäußert. Die Lage ist sehr dynamisch und sobald wir weitere, genauere Informationen haben, werden wir sie selbstverständlich hier bei Welt auf dem Laufenden halten.